Ah, je. Also man kann schon sagen, was man will. Also die Story oder beziehungsweise die Quests, die die Macher von Warhouse Studio gemacht haben, ist wirklich genial. So viel Liebe zum Detail, wie da drinnen steckt, das ist einfach unglaublich. Wow, wir haben 9 Stunden gepennt und sind noch nicht auf voller Energie. Jetzt muss ich noch einen Kaffee trinken, wenn es denn den schon gäbe. Kaffee gibt's bestimmt schon, nur halt nicht für die armen Bauern. So, wir sind wieder voll geheilt. Oh. Was hat die denn für einen Fuß? Das sieht ein bisschen eklig aus. Egal. Fräulein Stinkefuß. So, dann wollen wir mal waschen. So, und jetzt will ich das nochmal probieren, ob das mit dieser blöden Nachtigall funktioniert. Mir ist das nämlich wirklich wichtig, dass wir das endlich mal abhaken in unserer To-Do-Liste. Jetzt ist das der 3. Versuch. Und das ist jetzt nach Update Nummer 2 und vor allen Dingen, das ist diesmal ein Riesen-Update gewesen. Ich hoffe, es geht. Wir werden es gleich merken. Muss ich da oben wieder speichern und dann... Moment mal. Oh, wo reite ich denn hin? Ich reite völlig in die falsche Richtung. Ja! So, hier muss man lang. Ich sag mal so, was natürlich schön ist zwischen den beiden hier, Theresa und Heinrich, ist, dass die Chemie einfach stimmt. Man merkt das nämlich schon alleine an den Sprüchen, die da kommen. Das ist herzlich. Das ist vor allen Dingen richtige, ja, richtige Liebe, muss man schon fast sagen. So muss das auch sein, finde ich. Alles andere wäre irgendwie falsch. Das gibt es im echten Leben ja auch. So, da war der Übergang. Ich hoffe, das geht jetzt. Mal sehen, ob ich mich jetzt aufregen muss oder ob ich mich jetzt freuen kann. Schon traurig, darüber nachzudenken. Wie heißt denn dieser Speicherpunkt jetzt? Liebeswerben wieder. So, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob es geht. Das kriegt es bestimmt immer noch so, das Vieh. Aber vielleicht funktioniert es ja jetzt endlich mal. Ich will nämlich diese Fahne da oben gerne mal wegmachen. Hier ist ein Häschen. Häschen, Häschen. Okay, hier ist es. Ich lege jetzt an diese Stelle diesen Vogelkäfig. Es kann auch sein, dass diese Quest nie wieder zu reparieren ist, es sei denn, man startet das Spiel neu, aber das wäre so eine Sache. Ne, das würde ich nicht machen. So, mal sehen. Vielleicht geht es ja jetzt. Ich stelle mich jetzt hier hin und lass mal eben 2 Stunden vergehen. Ich glaube, es dauerte 2 Stunden. Das Geräusch ist weg. Man hört es ja im Hintergrund. Jetzt mache ich gerade und bete, dass es geht. Vor allen Dingen bete. Ich schwöre dir. Ernsthaft? Das kann's doch wohl nicht sein, oder? Wie kann man... Also mal ganz im Ernst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt kommt so ein mega großes Update raus und es geht immer noch nicht!
Also ich bin mal gespannt, wie oft wir diese Quest probieren müssen, bis sie mal funktioniert. Das ist jetzt das dritte Mal und sie funktioniert immer noch nicht. Und das nach einem 12 GB großen Patch. Ja. Das kann's ja wohl alles nicht sein. Oh, jetzt komm schon. Das Pferd hängt. Ich weiß echt gerade nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll, weil es einfach... Ich finde es einfach sehr traurig, dass sie das nicht hinkriegen. Ich meine, das ist diese Quest. Es ist eine einzige Quest, die sowas von verbuggt ist, dass du sie nicht lösen kannst. Es wäre doch mal sinnvoll, wenn die funktionieren würde. Es ist doch wohl alles nicht wahr. Ich glaube, ich mache die Hauptquest weiter, weil ich irgendwie gerade Spaß daran habe. Jetzt müssen wir da nur erstmal wieder hinreiten. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich werde das, glaube ich, ich spule das vor. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit meinem Videobearbeitungsprogramm machen kann. Aber wir müssen uns das nicht dauernd angucken mit dem Vorspulen. Ich werde mir mal die Zeit aufschreiben und dann spule ich bis dahin. So, jetzt sind wir endlich in Rovna angekommen. Und wir haben wieder einen Ladebildschirm. Hat ja auch gar nicht lange gedauert. Es hat gerade 2 Minuten gedauert. Das ist schon krass. Hier brennt es ja immer noch. Das ist der Ort kurz vor Skarlitz. Ja, da hinten, da ist Skarlitz. Und hier ist die Kirche. Liegen die da alle noch? Nee. Hä? Warte mal. Hier hat schon wer aufgeräumt. Die Leichen liegen hier nicht mehr. Außer die. Weil diese unzähligen Leichen, die wir hier letztes Mal hatten, sie liegen einfach nicht mehr da. Das finde ich gut. Die Frage ist, wenn wir jetzt das mit den Banditen machen, wie lange dauert es, bis wir auf, sozusagen auf unseren Erzrivalen treffen, der unsere Eltern auf dem Gewissen hat? Das wird doch auch nicht mal allzu lange dauern. Reiten wir mal hier hoch. Wie weit ist es denn noch entfernt? Ein wenig, aber nicht mehr so viel. Schön hier. Richtig steiler Weg nach oben. Ich glaube, gehe ich geradeaus oder gehe ich... Ich glaube, ich gehe geradeaus. Ich habe ein bisschen Angst, dass das auffliegt, dass wir für Skarlitz ermitteln. Das Spiel kommt mir so ein bisschen wie so ein... Wie so ein Krimi vor. Es wäre schlimm gewesen, wenn wir jetzt gegen die kämpfen hätten müssen. Weil dann hätten wir nämlich nicht herausgefunden, wo wir da hin müssen. Ja! Wo ist denn das Lager hier? Wir sind doch schon fast... Ach nee, wir sind noch nicht ganz drin. Was denn... Ist das hier eine Jagdhütte? Ich steige mal kurz ab. Was ist denn das? Interessanter Ort. Hier steht ein... Schlafen und speichern. Okay, hier könnte man schlafen. Dieser Holzblock, ne, der sieht so gepresst aus.
Interessanter Ort. Achso, da ist nichts drin. Hier könnte ich was verstecken, okay. Muss ich aber nicht. Wie gut sind meine Schuhe eigentlich noch? Da hätte ich ja eigentlich mal nachgucken können. Sind noch auf 97. Das dürfte erstmal einen gewissen Zeitraum noch funktionieren. Und wir laufen ja nicht so viel. Wir laufen ja im Pferd umher. Stoße ich mir hier den Kopf? Es fängt an zu regnen. Jetzt muss ich nur mal gucken. Wo ist das Lager? Ist das ein großes Lager? Das kommt mir so ein bisschen vor wie... wie bei Robin Hood, Sherlock Forest. Ne, wie hieß der Ort? Ich hab's vergessen. Sherwood Forest? Sherwood Forest, sowas. Nicht Sherlock. Ich muss irgendwie ein bisschen mehr in die Mitte. Dass es eine gute Idee ist, mit dem Pferd hier drinnen zu reiten. Was? Du hast Privis... Was habe ich gefunden? Das ist der Ort. Pribislavitz. Ach du Heiliger. Das ist das Banditenlager. Das sieht geil aus. Jetzt schon so vom Weiten. Sabotieren. Brücke. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Auf beiden Seiten ist das Gelände offen, aber das ist der schnellste Weg hinein. Kundschafte das Lager aus, um etwas zu erfahren, das für den Angriff von Nutzen sein könnte. Spüre das Banditenlager auf. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Oh. Warte. Hey, du. Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Morok schickt mich. Morkok sagte, ich soll herkommen. Morkok, Entschuldigung. Morkok, was? Na gut, komm mit. Ich bring dich zu ihm. Gut, ich steig mal am besten vom Pferd ab. Also wir könnten die Brücke in Brand setzen, so wie es aussieht. Was ist das? Lesen wir nun jeden dahergelaufenen Straßenköter auf? Ja. Das ist... Alter, wie sieht denn das hier aus? Das ist auch irgendwie... eine Stadt, die... zerstört wurde. Boah, guck dir das mal an. Das da oben wird der Bergfried sein. Oder die Kirche? Es sieht nicht gut aus hier. Ziemlich zerstört. Ein guter Platz für einen großen Kampf. Lesen wir nun jeden dahergelaufenen Straßenköter auf. Kehre zu Herrn Ratzig zurück. Wir haben jetzt schon alles gesehen, okay? Aber wir müssen jetzt da einmal reingehen. Ich werde mal eben speichern. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Angst, dass er mich gleich umbringt da oben. Überall Dreck und Gestank. Das ist auch sowas besser. Lesen wir nun jeden dahergelaufenen Straßenköter auf. Mann, seid doch mal nicht so nervig und böse. Ich will mir noch so ein paar Sachen angucken. Von diesem Kirchturm aus haben Sie eine gute Aussicht und diese Burgen. Warum kommt jetzt dieser Text? Das ist doof. Ich will das nochmal hören. Ich hätte stehen bleiben sollen. Uiuiui. Hast du irgendwas zu sagen? Ich habe nichts Falsches getan. Lass mich gehen.
Nem csináltam semmit. Engedjetek el. Ez hazugság! Az egész az ő hibája volt. Ich hörte, du hattest Ärger mit unseren Kumanbrüdern. Ne, die arbeiten zusammen? Kiprovokálta a harcot, amikor a cimboráival leszúrtak két ember. Bärkampf angefangen, seine Freunde zwei getötet. Das sind bloß heidnische Hunde, hör nicht auf! Oh. Zum allerletzten Mal. Sigismund Söldner sind Gäste in unserem Lager. Gäste behandeln wir wie jemanden von uns. Mi itt vendégek vagyunk, ezért tisztelettel kell, hogy bánjanak velünk. Oh. Igen, ennek így kell lennie. Wie willst du ihn bestrafen? Tod, wahrscheinlich. Milyen büntetést adtuk a szavar? Engedd szabadon. A többiek emlékezni fognak rá. Lass ihn gehen, andere es sich merken. Du befolgst Befehle von diesen Hunden und schimpfst dich selbst einen Anführer? Oh, oh. Das war klar. Opfer Sonder. Hier gibt's keine unnötigen Kämpfe mehr. Wir sind ein Lager. Eine Armee. Also merkt euch das verdammt nochmal. Das ist der. Gelange in das Banditenlager und kundschaft es aus. Was platzt du denn so? Uiuiui. Das war der Anführer von diesen ganzen. Ach, was für ein Drecksloch. Ich würde hier nicht leben wollen. Was zum Teufel ist das? Wer bist du? Und jetzt? Wo sitzt? Ach, da sitzt er ja. Dann wollen wir doch mal mit ihm reden. Hey, Heinrich! Du hast uns gefunden! Warte hier. Ich hole den Anführer. Keine gute Idee! Ich speichere. Warte auf den Anführer oder laufe weg. Ich habe das Gefühl, er wird mit mir kämpfen wollen. Deswegen warte. Ich will jetzt einfach erstmal abwarten. Und gucken, hey, was passiert. Sagst du dem Anführer, dass wir einen neuen haben? Einen neuen? Ist gut. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn er jetzt kommt. Ich hoffe, er will nicht kämpfen. Wobei, wenn er was kämpft, platzt du denn so? Dann haben wir einen Ringkampf auszutragen. Und wenn wir den austragen, dann muss ich mich ausrüsten. So, reden wir nochmal mit Morok. Was jetzt? Und was jetzt? Warte, der Anführer wird jeden Augenblick hier sein. Oh, jetzt kommt's. Ich hab Angst. Ich hab ein bisschen Angst davor. Es kommt mir so vor, als ob ich hier gerade richtig im Krähennest bin. Es ruckelt leicht. Sehr guter Wein. Also dann... Kommt der Anführer jetzt? Hi, er ist auf dem Weg. Weg da! Bist du der Neue? Wie heißt du, Bursche? Heinrich. Morkok und seine Männer luden mich ein. Morkok und seine Männer, ja? Das ist lustig. Denn Morkok hat gar keine eigenen Männer. Das hier sind alles Wichtsmänner, klar? Oh, das wusste ich nicht. Woher zur Hölle solltest du es auch wissen? Schließlich gehörst du nicht hierher.
Morcock sagte, du würdest mich bezahlen. Morcock ist ein Großmaul und Idiot noch dazu. Wenn er dir etwas gesagt hat, dann hat er entweder gelogen oder nicht mal gewusst, was er da faselt. Okay. Nimm's nicht persönlich, aber heute ist wohl wirklich nicht dein Glückstag. Tötet ihn. Was? Es war so klar, dass irgendwas passiert. Was ist hier los? Was hast du hier zu suchen? Du bist eben müde. Was? Zu den Waffen! Hier rüber! Komm her, du Weichei! Eine Palisade. Seid vorsichtig! Eine Handvoll Männer könnte die recht lange halten. Nicht drauf! Alarm! Ich hätte gleich weglaufen sollen. Nicht hier! Boah! Ich will doch gar nicht in die Richtung! Oh Mann, dreh dich um, Heinrich! Nicht dahin, verdammte Kacke nochmal! Oh, diese Steuerung, die macht mich noch echt kaputt hier. Yo, ich bin tot. Los, bring mich um. Das ist doch wohl nicht wahr. Das ist nicht wahr. Nur weil ich mich umgedreht habe, geht er dann in den Kampfmodus und ich kann nicht weiter weglaufen. Was ist denn das für eine Kacke? Naja, gut, dann weiß ich jetzt halt, dass ich weglaufen muss. Naja. Und was hat er hier von Palisaden gequatscht? So, wir haben... Also dann gehe ich jetzt halt. Und jetzt soll ich wieder zu Herrn Ratzig zurück. Die Frage ist, was war denn jetzt optional? Sabotiere die Banditen, bevor die Schlacht beginnt. Sabotage. Du kannst ihr Essen vergiften. Du kannst ihre Pfeile in Brand stecken. Kehre zu Herrn Ratzig zurück. Warte auf Morok oder lauf weg. Moment, ich muss noch mal laden. Wie kann ich denn das Essen vergiften, sag mal? Das Gute ist, ich muss ja jetzt sowieso warten. Was glotzt du denn so? Retterschnaps, Ringelblumenaufguss. Ich kann ja nichts vergiften, ich habe ja nichts zum Vergiften. Doch, da ist Gift. Hat das jetzt jemand gesehen? Was ist das? Lesen wir nun jeden dahergelaufenen Straßenköter auf? Ja. Yep. Bitte geh weg. Immerhin habe ich das Gift gefunden. Gibt es hier noch irgendwas? Sowas, was man irgendwie für Feuer benutzen kann? Jetzt setzen sie sich natürlich alle hier hin. Was zum Teufel ist da? Das Lagerleben ist kein Zucker. Ja, ich lasse mich volllaufen. Was ist das? Lesen wir nun jeden dahergelaufenen Straßenköter auf. Pfeil in Brand stecken. Das darf natürlich keiner sehen, ist die Sache.
glotzt du denn so? Keiner zum Auslaufen, Mann. Arschlange. Was ist hier los? Was ist das? Wer ist da? Was zur Hölle treibst du da? Was ist hier los? Hier liegt's verloren. Hey! Wer ist da? Zum Teufel glotzt du so? Wer ist da? Verpiss dich, bevor ich bis drei zähle, sonst fährt uns verschwinde, wenn okay. Die okay. Tja, hoffentlich. Hey, wer ist da? Was haben wir? Was ist denn jetzt los? Okay, das ist jetzt natürlich echt zum nicht gut. Lager gefunden. Ich muss das an dieser Stelle hier machen. So ein Mist. Ich darf nicht gleich mit denen reden. Oder ich muss da einfach viel mehr Zeit das hinkriegen. Ja. So können wir die Erdwelle leichter überwinden. Ein Graben. Es würde dauern, ihn zu überqueren. Okay. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. So, dann warten wir jetzt mal. Hey, du! Ich kenne dich. Dann muss ich da oben nämlich nochmal speichern. Wer bist du? Morcock sagte, ich soll herkommen. Morcock, was? Na gut, komm mit. Ich bring dich zu ihm. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Das Pferd sollte ich vielleicht auch in Richtung Ausgang stellen. Damit das da keine Probleme gibt. Damit es mich nicht auch wieder abwirft. Na los! Ich muss dann da oben speichern. Dann werden wir jetzt zwar die Sequenz nochmal sehen, aber egal. Was ist das? Ich kann die hier überspringen. Wir sehen nun jeden dahergelaufenen Straßenköter auf. Ich guck mich ein bisschen um. Dann muss ich das Gift schnappen, ins Essen kippen und die Pfeile in Brand stecken. Und dann muss ich schnell abhauen. Also ich habe nicht ewig Zeit, das ist ein bisschen schade. Ein guter Platz für einen großen Kampf, aber kaum Deckung. Dafür muss ich die Pfeile dann... Geh und steck deine Nase... Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Warum? Wieso greift er mich jetzt an? Das ist doch wohl vollkommen idiotisch. Eine Brücke. Oh. So können wir die Erdwelle leiten, graben. Man darf den nicht warten dauern, lassen. Es würde zu überqueren. Und es gibt keinen Schutz vor Pfeilen. Aber es pisst mich an, dass die rein und raus spazieren, wie es ihnen passt. Hey, du! Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Morcock sagte, ich soll... Morcock, was? Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hinter dem her. Oh, Mist. Verdammt! Man muss halt langsam gehen. Ich muss das also dann vielleicht doch schnell machen. Ich weiß es nicht. Ich muss es halt mal testen gerade. Oder ich hätte mich einfach mal beeilen müssen. Guter Platz für einen großen Kampf, aber kaum Deckung. Ja. Kundschafte das Lager aus, kehre zu Herrn Ranzig zurück. Vor allem den Ranzig, sage ich immer, der heißt Ratzig. Man könnte natürlich auch Fliegenpilze ins Essen packen. Ist auch nicht gerade so gesund. Da sind noch... Ja, schon wieder. Dass er das dann überspringt, das finde ich so zum Kotzen. So, ganz überspringen. Gelange in das Banditenlager und kundschafte es aus. Hier oben gibt es die Stellen, da sind... Pfeile. Ach, was für ein Drecksloch. Ich würde hier nicht leben wollen. So, ich speichere jetzt hier nochmal... Das. Wer bist du? Hey, Heinrich! Du hast uns... Warte hier. Ich... So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen.
Wo war denn jetzt dieses Fläschchen? Wo war denn das? Da war sie. Mein eigenes Rezept. Die merken das nicht so richtig. Diese Pfeile werdet ihr nicht mehr abfeuern. So, bei denen ja auch nochmal. Je weniger Pfeile ihr habt, desto besser für uns. So, jetzt muss ich erstmal abhauen. Es ist blöd, dass jetzt hier einer rumläuft. Hier rüber! Alarm! So. Jetzt schnell auf das Pferd da unten. Was? Oh, Alter! Was ist denn das für eine Kacke? Mann, da ist das Pferd! Lauf jetzt endlich da drauf! So. Jetzt bin ich weg. Entschuldigung, das war jetzt irgendwie ein bisschen für die Katz. So, wir haben jetzt die Pfeile so ein bisschen sabotiert. Und ich habe das Essen auch vergiftet. Die laufen heute nicht etwa mit Pferden hinter mir her, oder? Kommt mir fast so vor, weil immer noch diese Schwerter an sind. So. Hui! Oh Gott. Was? Ich bin fast tot? Boah, jetzt hänge ich hier. Es gibt ja auch viel zu viele Stellen, wo du dich einfach festbackst. Ja. Das Blöde ist, ich muss mal eben gerade... Wo ist denn das? Nahrung, Ringelblumenaufguss. Muss ich mal gerade zu mir nehmen. Ja. Können mich eigentlich nicht mehr sehen. Ich weiß nur, dass ich die jetzt ein bisschen in Aufruhr gebracht habe. Vielleicht sterben die jetzt auch gerade durch das vergiftete Essen. Wir haben es jetzt nicht komplett hinbekommen. Aber es hat schon ein bisschen geklappt. Würde ich jetzt mal behaupten. Wie weit ist es? Okay, ich muss jetzt hier noch... einmal querfeld einlaufen. So, geben wir mal wieder Gas. Wow, das Pferd ist fast gar nicht gesprungen. Laufe ich hier richtig? Irgendwie nicht. Oh nee, schon wieder so ein beknackter Wald. Warum ist denn immer noch die Kampf? Suchen die mich jetzt, oder? Jetzt nicht mehr. Man kommt hier gerade so hoch. Kraxel, 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 Kraxel. Spring! Das mit dem Essen haben sie nicht so unbedingt mitgekriegt. Ah, hier ist das Lager ja schon. Ich musste wirklich nur diesen Berg hier hoch.
Da ist er. Und abspringen.